Hallo, mein lieber, neugieriger Mensch, Mutsuchender, vielleicht, ich weiß es nicht, willst du dein Leben verändern? Nun, wenn du es möchtest und damit beginnst, dann wirst du eins relativ schnell feststellen. Du wirst Menschen anziehen und denen wirst du begegnen, die dich dabei unterstützen. So ist es mir persönlich ergangen, durch einen guten Freund, Maxim Pack, der Motivations- und Inspirationscoach ist, habe ich Steffen Lohrer aus Heidelberg kennengelernt. Auf der einen Seite ist er mehrfacher Unternehmer und auf der anderen ist er Persönlichkeitscoach, spiritueller Berater und Heiler. Ich fand ihn so cool und so authentisch, dass ich ein Gespräch mit ihm auf Video bannen musste. Und jetzt siehst du ein persönliches Gespräch mit Steffen Lohrer und mir, Peter Matthias Mrowiec, Mutbringer. Steffen, vielen Dank, dass ich heute hier bei dir sein kann. Sehr gemütlich. Mit den Füßen auf dem Sofa gibt es selten. Ne? Ja. Mein Lieber. Faszinierende Geschichte, deine Geschichte. Noch so richtig verstehe ich es nicht. Du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Ich sag's mal so, Businessman. Du hast 91 deinen Abschluss gemacht zum Wirtschaftsingenieur. 92 der Einstieg in die Familienfirma als Geschäftsführer. Und dann ging's die Jahre durch weiter bis 2004, wo du dann auch dein eigenes Unternehmen gegründet hast. Auch sehr erfolgreich. Ankauf, Verkauf von Firmen, also so richtig, ich nenne es mal Hardcore-Business. Sehr erfolgreich und trotzdem bist du heute jemand anders als eben noch vor knapp über 20 Jahren. Was ist passiert, dass du Coach geworden bist, spiritueller Berater, Heiler und eben nicht der knallharte Businessman. Geld, Geld, Geld. Was ist passiert? Ja, letztendlich hat sich das, was ich wirklich bin, hat sich nicht verändert. Aber meine Einstellung zum Leben hat sich komplett geändert. Und da war einfach klar, dass das, was ich bisher, wie ich bisher die Welt gesehen habe, dass es einfach nicht stimmig ist. Dass ich wirklich nur einen kleinen Bruchteil realisiert hatte und dass aber ganz andere Sachen wichtig sind im Leben. Wie hast du die Welt gesehen? Ja, ich habe die Welt in der kleinen Business-Blase gesehen, die aber tatsächlich nicht dem entspricht, was wirklich ist. Was wirklich ist, ist einfach auf einer ganz tieferen Ebene nur zu spüren. Und da geht es auch viel mehr um Herz und um das, was man wirklich möchte, um Mitgefühl, um ja, mit Menschen zu sein. Wie kam es dann genau zu diesem Erwachen? Es war jetzt nicht ein ganz harter Punkt des Erwachens. Es war schon immer diese Neugierde im Hintergrund, die mich getrieben hat, tiefer in die einzelnen Themen reinzuschauen. Aber das größte Event, wo sich für mich alles in Frage gestellt hatte mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund, war, als ich mit einem guten Freund in Brasilien war, bei einem Heiler, der einfach nur mit Energie geheilt hatte. Und mein Freund war einfach voll mit Metastasen, Krebsmetastasen. Und tatsächlich war ab dem Moment Heilung, ohne wirklich Berührung mit dem Heiler, sondern wirklich aus der Ferne mit Energie. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, weil ich dann sehr, sehr viel gereist bin, zu ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt, zu vielen Meistern, Lehrern, Ashrams, Gurus, ich wollte es nicht sagen, Gurus, genau. Und dort habe ich einfach so viel mitgenommen und gesehen, dass die Wirklichkeit einfach anders ist als das, was wir hier gerade in dieser speziellen Businesswelt haben. Nicht, dass die Businesswelt schlecht ist, aber sie ist nur ein kleiner Teil von dem, was wirklich ist. Ja. Und es ist wichtig, das ganze Bild zu sehen. Und so bin ich eigentlich viel gereist und dachte, ich möchte jetzt unbedingt beweisen, dass das, was ich in Brasilien erlebt habe, nicht sein kann, weil man es mit der Physik nicht beweisen kann. Und was am Ende bei rauskam, war, dass ich selbst so arbeite. Also du bist als Skeptiker unterwegs gewesen? Genau, ganz großer Skeptiker in dem Bereich, ja.
Und ich habe wirklich nur geglaubt, was die Physik auch wirklich beweisen kann. Wirtschaftsingenieur, also von daher, es geht nur ums Beweisen und Herleiten und Formeln. Und diese Sachen haben mein Leben aber komplett auf den Kopf gestellt, weil ich gesehen habe, dass da wie so eine Art ein feinstoffliches Feld da ist oder dass es eigentlich nur um Energien geht und nicht um diese Materie, von der man sagt, dass es das Einzige ist, was besteht. Seit 200 Jahren sagt man, es gibt nur Materie und nur das kann man messen. Was ich aber inzwischen festgestellt habe, ist, dass wenn du mit dem Mikroskop auf deinen Körper schaust, dann gibt es ganz viele kleinere Teilchen, Moleküle, Elektronen, Atome, Quarks, Neutrinos. Und wenn du die Teilchen, wie zum Beispiel so ein Elektron, wo du den Kern hast und das Elektron, was sich drum dreht, wenn du alle diese Teilchen in deinem Körper so zusammenpresst, dass nur Atomkern und Elektron nur noch da ist und der ganze Zwischenraum, das ganze Vakuum zwischen den Teilchen weg ist, dann hast du eine kleine Fingerkuppe an Materie. Du weißt ja, ich bin auch hier unter Skeptiker und frage dich, wie hat man das festgestellt? Ja, das weiß man. Das weiß man ganz, in der ganzen Physik weiß man das, dass 99,99999% unseres Körpers aus diesem Vakuum besteht, aus dem Nichts zwischen allen Elektronen. Das ist physikalisch bewiesen. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Und wenn du überlegst, dass du dieses Nichts bist und nicht diese Materie und die Physik kann nur die Materie messen mit Messgeräten, aber das, was dazwischen ist, diese 99,99999% Leere, Vakuum, nichts wurde noch nie gemessen, weil es keine Messgeräte dafür gibt. Dann stelle ich mir die Frage, wie sicher ist die ganze Materie, über die wir sprechen? Wie sicher ist die ganze Physik und Mathematik? Jetzt kommt mein Lieblingsspruch. Ja. Ich werde das recherchieren. Bitte tu das. Bitte tu das. Ich habe auch drüber recherchiert. Ja, eben. Und deswegen kannst du es sagen und ich bleibe Zweifler. Genau. Bitte bleib Zweifler, bis du dich selbst überzeugt hast. So habe ich es auch gemacht. Anders funktioniert es nicht. Du musst selbst davon überzeugt sein. Von allem. Ja, aber dann hoffe ich mal, dass hier unter mehr Menschen zweifeln oder an sich selber dann auch zweifeln und sich verändern wollen. Ja. Du weißt ja, wir oder jeder spricht oder hier und da sprechen wir auch darüber. Jammern, 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 jammern. Genau. Und nichts ändern wollen und alle anderen sind böse und schlecht und Dings. Genau. Aber das ist eine Wahrnehmung. Ja, wenn ich aber mich weiterentwickeln will, dann muss ich einfach eine andere Wahrnehmung der Welt haben und muss an mir arbeiten. Ich habe auch gelesen, du hattest so 60, 70 Stunden Wochen, hast gepowert und gearbeitet und geschuftet. Viele sind heute immer noch so. Ja, richtig. Viele sind immer noch in diesem Rat Race, in diesem Hamsterrad drin. Was schade ist, weil es geht um viel mehr im Leben. Jeder möchte, der in dieser Arbeitswelt drin hängt, möchte weiterkommen, möchte besser, schneller, schöner sein als andere. Und man sucht immer das Glück im Außen. Und das Glück ist aber nie im Außen zu finden. Das heißt, habe ich ein tolles Auto, möchte ich schon wieder das nächste tolle Auto. Habe ich eine neue Wohnung oder ein neues Haus gekauft, möchte ich schon wieder was Besseres haben oder woanders hin. Das Glück hängt immer von anderen Sachen ab. Wenn das Kind mal aus dem Haus ist oder wenn die Firma dann mal noch mehr Gewinn macht und so weiter. Alles hängt man an Dinge im Außen, aber das wahre Glück ist nur im Innen zu finden. Ja, aber es gibt jetzt sozusagen aktuell sehr viele, auch hier und da selbsternannte, also wirklich Unmengen, viele Erfolgscoaches, die dir haargenau sagen, so bekommst du alles, was du willst. Ein Traumjob, ein Auto, ein Haus, die Karriere, die du dir wirklich erträumst. Ja. Das ist ja auch alles so fokussiert auf dieses Haben. Genau. Was hältst du davon? Ich halte schon etwas davon, weil das auch ein Teil meiner Lehre sozusagen ist, dass man schon im Leben schauen sollte, was einem wirklich Spaß macht, wo man wirklich hin möchte. Die meisten tun Dinge, die ihnen überhaupt keinen Spaß machen. Letztendlich ist das aber sehr ego-getrieben. Ich möchte irgendwo hinkommen.
Ich sage dann auch immer dazu, das ist schön, dass du dein Leben mal sortierst und schaust, was du wirklich willst, aber das wird nie dein wahres Glück sein. Das heißt, dein wahres Glück ist, tu die Dinge, die dir irgendwie gefallen. Hab auch Wünsche. Du darfst Wünsche haben oder Vorstellungen haben, wo du hin möchtest. Aber in Englisch heißt es no attachment to the outcome. Keine Anhaftung ans Ergebnis. Das heißt, hab deine Wünsche, kreier deine Ziele, aber lass komplett los. Egal, ob es kommt oder nicht. Du kannst es nicht steuern am Ende. Das Leben wird sich zeigen, wohin du geführt wirst, aber du bist nur dann unglücklich, wenn du etwas haben willst, was im Moment nicht da ist und dein Glück davon abhängig machst. Aber jetzt komme ich zu dir als Kunde und bin schon seit Jahren unzufrieden. Ja. Mit mir, mit dem Job, mit den Beziehungen. Es ist irgendwie alles bäh. Also, und dein Kunde, also ich komme jetzt zu dir und ich spüre, das ist es nicht. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, was ich eigentlich machen kann. Und ich komme zu dir, weil ich eben diese Hilfe brauche. Was sagst du mir? Also, wie kannst du mir helfen, wenn ich zu dir komme als absolut verzweifelter, hoffnungsloser Fall? Ja, ich kann dir gute Beispiele aus der Vergangenheit bringen, auch mit anderen Klienten, die dich vielleicht ein bisschen aufmuntern. Aber letztendlich habe ich verschiedenste Wege, um mit den Klienten zu arbeiten. Ein großer Weg wäre, dass wir wirklich dein Leben anschauen, dass wir schauen, wie ist es bei dir finanziell, wie sind die Beziehungen, die du hast zu anderen Menschen, deine Gesundheit, deine Kindheit, dein Job, also ganz verschiedene Ebenen, die wir anschauen könnten und dann direkt in dieser Ebene schauen, wie kannst du da glücklicher werden? Was kannst du verändern, um einfach weiterzukommen? Die zweite Ebene arbeitet immer mit dem, was du wirklich bist, hinter allen Masken, hinter allen Rollen. Und auf dieser Ebene zu arbeiten, zielt darauf hin, dass du in den absoluten inneren Frieden kommst, in eine Gelassenheit kommst, egal was im Außen passiert. Bist du jetzt glücklich und zufrieden? Ich bin schon glücklich und zufrieden. Ich gebe es zu. Können wir ganz kurz zurückspringen? Also zum diesen Umbruch, du gründest Ja. diese Beraterfirma und fängst an, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Stand es nicht irgendwo so zum Konflikt, du musst ja eine Firma führen und dich, ich nenne es mal erstmal platt übergeordnet spirituell bilden. Ja. Für mich stand es nie im Konflikt. Ich habe die Sachen anfangs immer nebenbei gemacht und letztendlich, das Leben ist nicht in verschiedene Kategorien für mich eingeteilt, wie Freizeit, Sport, Familie, Arbeit, sondern es läuft alles irgendwie ineinander über. Ich schaue, dass ich die Dinge tue, die mir wirklich Spaß machen. Das habe ich schon immer in meinem Leben so gehalten, dass ich immer wieder überlegt habe, welche Dinge machen mir Spaß, wo gibt es Dinge, die ich vielleicht weiter delegieren kann oder wo gibt es Dinge, die ich einfach ganz weglassen kann. Und so läuft mein Tag einfach wild durcheinander. Das heißt, es kann sein, dass ich ein Coaching-Telefonat habe. Danach habe ich vielleicht eine Fernheilung zu tun. Anschließend gibt es Business-E-Mails und das läuft aber alles ineinander über. Also ich trenne da gar nicht mehr. Für mich ist Spiritualität und gar nicht mehr getrennt vom Rest. Alles ist irgendwie Also dein eins. Business, was so Hardcore-Business ist, ich nenne es mal Hardcore-Business, ich blicke es ja eh nicht so ganz genau, wie es da funktioniert. Ja. Und eben die spirituelle und Coaching-Geschichte läuft wirklich so ineinander mehr oder weniger über. Es läuft ineinander über. Ganz anfangs hatte ich es immer nur abends gemacht, diesen Coaching-Teil. Inzwischen läuft es wirklich, alle Termine sind kreuz und quer durch den Kalender in ganz anderen Rubriken. Und ja, es gibt einfach für mich in dem Sinne keine Trennungen. Ich mache zum Beispiel im Moment noch 25 bis 30% Hardcore-Business, wie du sagst. M&A auf gut Deutsch, Mergers and Acquisitions, es gibt keinen richtig deutschen Namen dafür. Unternehmenskäufe, Verkäufe begleiten. Und Rest der Zeit ist eben Coaching oder eigene Stiftung, um die ich mich ab und zu kümmere. Ab Und und zu. ab und zu, ja, da ist nicht so viel Arbeit zu tun. Es ist eine Was macht die Stiftung? fördernde Stiftung. Stiftung ist für ganzheitliche Medizin und für persönliches Wachstum. Und
Da es nur eine fördernde Stiftung ist, suche ich einfach nur schöne Projekte, wo dann operative Menschen sind, die das Projekt weiter nach vorne bringen. Mhm. Deshalb ist nicht so viel operativ für mich zu tun. Mhm. Ja. Das heißt, Leute können sich mit ihren Projekten gegebenenfalls bei dir melden und bewerben. Genau. Ja. Ah, verstehe. Ganz formlos über E-Mail. Ja, ja, das finde ich aber eine sehr interessante Geschichte. Das wusste ich gar nicht. So quasi mehr oder weniger selbstlos als Hardcore-Businessman. Ja, weil das war immer eine wichtige Komponente, ja, mehr oder weniger. Ja. Mhm. Seit 2004 eigentlich, seit ich diese Steinbeiß Unternehmensberatung gegründet hatte, hatten wir immer 10% der Erträge weitergegeben an irgendwelche guten Zwecke, wie zum Beispiel hier in Heidelberg an Schlafsäcke, Rucksäcke, Isomatten, an alle Obdachlosen und verschiedenste andere Projekte. Aber irgendwann mit der Stiftung wollte ich es bündeln und wollte dann einen speziellen Fokus setzen in Richtung ganzheitliche Medizin und persönliches Wachstum. Persönliches Wachstum, aber das ist so ein Thema. Jetzt stell dir vor, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Menschen, die einfach in ihrem Hamsterrad gefangen sind. Die jammern, jammern, jammern. Das stimmt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch gejammert. Das stimmt. Und viele Menschen sind noch so drauf. Das ist richtig. Ich kenne einige persönlich. Gott weiß, wie sie auf dieses Video reagieren. Yeah. Was sagst du solchen Menschen? Ja, also letztendlich muss jeder mit irgendeiner Situation im Leben aufwachen. Zum Beispiel mit einer Krankheit oder mit einem Tiefschlag, mit einer Beziehung, die in die Brüche geht. Und plötzlich hinterfragt man das Leben und schaut eine Stufe tiefer. Und ja, du hast recht, viele jammern und viele haben vielleicht das Gefühl, nichts anderes zu können oder trauen sich nicht, weil sie, wie du eben sagtest, den Glaubenssatz haben, ich kann das nicht. Letztendlich gilt es dann genau da hinzuschauen und zu schauen, was ist wirklich der unterbewusste Glaubenssatz, der schon aus der Kindheit, aus der Vergangenheit mitgenommen wird. Und du kannst mir glauben, dass da ein riesiger Rucksack bei fast allen Menschen auf den Schultern ist. Mit alten Glaubenssätzen über sich selbst oder über die Welt. Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Darum geht es immer. Letztendlich kann ich in der Mühle mitschwimmen und in diesem Hamsterrad bleiben, bis ich sterbe. Oder ich fange irgendwann an zu überlegen, was möchte ich wirklich in meinem Leben? Was ist wirklich das, was mich erfüllt, was mir wirklich Spaß macht? Und dann kann es beginnen, dass du wirklich in eine andere Richtung kommst. Und alles andere hinterfragst, was du bisher gemacht hast. Und bei dir kriegt man die Antworten? Ich gebe die Oder mit dir? Genau, mit mir würde ich jetzt eher sagen. Mhm. Ich gebe selten direkte Antworten, aber ich stelle die richtigen Fragen, um genau dahin zu kommen, wo es eigentlich wehtut. Dahin, wo man eigentlich gar nicht hinschauen will. Aber diese Fragen kann sich jeder Einzelne womöglich auch selber stellen. Ne? Ehrlichkeit vor sich selbst. Ja, theoretisch ja, aber in der Praxis möchte man sich die Fragen nicht stellen. Das eigene Ego schützt sich selbst und es will sich nicht selbst verletzen. Es will gar nicht da hinschauen, wo es wirklich im Argen liegt, weil es einfach nur verdrängen möchte. Also doch Schmerz als Heilung? Es kann ein Weg der Heilung sein, aber der Schmerz ist nur ganz kurz. Der Schmerz ist nur ganz kurz. Ich arbeite eher im Hier und Jetzt und nicht so viel im Schmerz suhlen und Opfer sein. Und es kommt nur mal ganz kurz an die Oberfläche. Aber letztendlich alles, was in der Vergangenheit passiert ist, zeigt sich im Hier und Jetzt. Wenn ich in der Vergangenheit zum Beispiel ein großes Kindheitsthema hatte, dass ich mit Kritik nicht umgehen kann, dann zeigt sich das heute im normalen Leben, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mich kritisieren und ich dann einfach ein negatives Gefühl habe. Das heißt, ich sehe alle negativen Gefühle, die hochkommen, immer wieder als Zeichen, dass irgendwas noch nicht in der inneren Gelassenheit ist, im inneren Frieden ist. Und genau mit diesen Zeichen, die ich dann im Laufe der Zeit natürlich beobachte und genau schaue, aha, was war der Auslöser, der Trigger, wie habe ich mich da verhalten, wie habe ich mich gefühlt, welche Gedanken kamen auf. Indem ich das beobachte, kann ich mich immer mehr erkennen und sehen, wo ich noch Wunden habe aus der Vergangenheit. Wo mich das Leben praktisch in den Automatismus reinbringen kann, den ich nicht mehr kontrollieren kann. Aber wie lange kann sowas dauern, so eine innere Gelassenheit? Wie lange hat es bei dir gedauert, sag mal. Also bei mir war es ein längerer Prozess. Hat angefangen vielleicht vor 20 Jahren und das ist jedes Jahr, es ist einfach immer tiefer geworden, dieses Gefühl, mit allem,
wie ich daran gearbeitet hatte. Und es gibt Menschen, die wirklich innerhalb von 2, 3 Jahren sehr, sehr weit sind. Es gibt andere, die 10 Jahre brauchen. Aber Fortschritte gibt es fast immer, wenn Und man manche selbst die erreichen es nicht. Verantwortung übernimmt. Ja. Und manche erreichen es vielleicht nicht. Und manche vielleicht nie. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Letztendlich gibt es eine andere, höhere Intelligenz, die sowieso die letztendliche Kontrolle hat, was genau passiert. Also doch Schicksal? Schicksal ist eine ganz schwierige Frage, ja. Weil Schicksal, freier Wille oder kein freier Wille, es hängt davon ab, von welcher Dimension aus man draufschaut. Wenn ich hier im Bereich des normalen Lebens der Dualität draufschaue, würde ich sofort sagen, wir haben einen freien Willen, Dinge zu tun, auf die wir Lust haben. Und deshalb in diesem Zusammenhang ist es auch denkbar, dass man sagt, ich möchte eine Zielplanung haben oder Visionen machen. Weil ich habe ja einen freien Willen und kann das tun. Aber ich hatte vorhin gesagt, dass das Wichtigste dabei ist, keine Anhaftung ans Ergebnis. Das heißt, ich tue etwas, aber weil ich weiß aus Meditation, aus ganz anderen Zuständen, dass letztendlich das hier wie so eine Art Illusion ist, dass ich einen freien Willen habe und dass, wenn ich eine Ebene höher gehe, dass dann einfach keine Kontrolle mehr da ist. Ich habe keine Kontrolle über das Leben. Es passieren Dinge, die einfach nicht durch mich als Steffen oder als Peter gesteuert werden, sondern die einfach aufgrund eines höheren Bewusstseins da sind. Und wenn ich mich mit dieser Ebene verbinde, gibt es eben keinen freien Willen mehr. Es ist eine sehr komplexe Frage mit einer jetzt kurzen Antwort, die eigentlich noch 10 weitere Minuten Ja, bräuchte. ich glaube, wir könnten Stunden drüber reden, aber mir Ja. fällt natürlich auf, dass nur du so ganz spezielles Klientel, das Willen ist zu glauben, mit denen du da zusammenarbeiten kannst, weil so ein totaler Skeptiker, der da kommt so von Genau. wegen, also hallo, oder was sie da erzählen, ist ja dabei, also mit denen kannst du ja quasi dann gar nicht arbeiten, oder? Genau. Ich kann mit allen Menschen arbeiten, weil ich mich genau einlassen kann auf die Ebene, auf die der Mensch jetzt gerade sich, auf der er sich befindet. Und das, was ich eben sagte, würde ich nicht zu Leuten sagen, wo ich sofort Skepsis bemerke. Also ich kann das sehr, sehr gut anpassen, auf welcher Ebene ich arbeite. Zum Beispiel ist es so, dass mit traurigen Menschen oder depressiven Menschen ich nicht mit solchen Themen kommen kann, sondern letztendlich muss ich dann erstmal das eigene Ego aufbauen, damit sie sich wieder besser mit sich selbst fühlen. Und erst danach kann ich aufs Ego wieder draufhauen und sagen, du bist nicht derjenige, der wirklich handelt oder der das tut, sondern es gibt was Höheres an der Stelle. Aber es ist wirklich angepasst auf die Klienten an. Also musste man eigentlich jeden mal ans Herz legen, sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren. Da ist der Schlüssel für alle, ja. Aber erzwingen kann man es ja nicht. Nee, erzwingen kann man es nicht. Es gibt einen ganz schönen Spruch, Ne? Denk genau, doch mal nach. denk nach. Es gibt einen ganz, ganz schönen Spruch, der mein Leben begleitet hat. Change it, leave it or love it. Das heißt, gibt es ein Problem oder gibt es Stress, frage ich mich zuerst, kann ich es ändern? Wenn ich es nicht ändern kann, kann ich die Situation verlassen. Wenn ich es nicht ändern kann und nicht verlassen kann oder möchte die Situation, love it. Bestes Beispiel im Stau. Die meisten Menschen fahren in den Stau, vor allem hier in Deutschland, und regen sich tierisch auf, weil sie dann einen wichtigen Termin haben und sind 10 Minuten nur gestresst im Stau. Letztendlich könnten sie sich die Frage stellen, kann ich den Stau ändern? Nein. Kann ich ihn verlassen? Ja, vielleicht aber erst in 1 Kilometer. Also wenn ich beides im Moment nicht kann, warum nicht? Love it. Schöne Musik reinlegen, schön nachdenken über mein Leben, schön die Gegend anschauen. Es kann so einfach sein. Und die Erwartungen loslassen. Und die Erwartungen loslassen. Die Erwartungen sind überhaupt das größte Übel. Ja. Keine Erwartungen, kein Stress. Ich glaube, das ist ein verdammt gutes Thema für Ja. ein zweites Video mit dir Ja. über Erwartungen. Ja, ist ein großes Thema. Denn Gott weiß, wie dieses Video jetzt geworden ist. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, alle anderen auch. Ja. Ich danke dir ganz, ganz Ja. herzlich. Danke dir. Ja, Ja. freue mich auf die Zukunft. Gratulation und danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, dir hat das Video mit Steffen gefallen. Unten in der Videobeschreibung findest du die Links zu seiner Stiftung und der Seite als Personal Coach. Du wirst überrascht sein. Und ja, welche Erwartungen hattest du an dieses Video?
Welche Erwartungen hast du an die zukünftigen Clips? Alles in die Kommentare bitte abonnieren nicht vergessen und freu dich schon auf das nächste Video mit Steffen Lohrer und mir, Peter. In diesem Sinne, möge es bei dir gut laufen, dein Mutbringer.